Okay, Nummer 2 habe ich noch nicht. Interessant, das ist Nummer 3. 4. Und 5. Naja, egal. Und natürlich Nummer 1. Aber wie soll ich jetzt Ruth finden? Ich meine, die ist doch ein bisschen tot. Das wird so ein bisschen schwierig. Sag mal, Kiste, hast du es noch alle? Robin. Mir auf dem Weg zu stehen, ich glaube, es geht los. Oh, hi. Bin ja auf dem Weg. Du zuerst. Bin doch da. Und du kannst nicht mal Alarm schlagen, du arme Sau. Also Fenster und so, ne? Ich überprüfe mal die Fenster. Naja, das war jetzt nicht so erfolgreich. Aber wenigstens ist der Teil, in dem wir so wehrlos waren, jetzt erstmal vorbei. Das finde ich schon mal sehr sinnvoll. Und sehr praktisch. Und überhaupt sehr. Nothing of interest. Also. Au, Heilzeug, Heilzeug. Uns geht's ja noch wieder gut. Ein Speicherpunkt wäre übrigens mal nett. Hi. Ich bin gar nicht da. Pö. Na, kommt mir doch nach, kommt mir doch nach, kommt mir doch nach. Also die Wumme hier ist sowieso mal sinnfrei. Ich glaube, das bringt nur was, wenn ich damit werfe. Habe ich so ein Gefühl. It won't budge. Scheint fast so, als hätten die mich, als würden die mich nicht verfolgen wollen. Feiglinge. Oder faule Hunde, je nachdem. Naja. Hi. Na, na, traut ihr euch? Naja. Nur um der alten Zeiten willen. So. Na, hier hinzuschleichen war vielleicht doch eine, im zweiten Gedankengang doch eine ziemlich blöde Aktion. Wir könnten es ja versuchen, da hinten die Treppe, also die 2 Stufen hinauf. Da hinter der Kiste. Oh ja, näher als ihr glaubt. Ja. Und dann schauen wir mal. Okay. Also, von hier aus können wir versuchen, da lang weiter zu kommen und schauen uns mal, was uns das bringt. Hi.
Okay. Soweit ist das schon mal gar nicht so schlecht. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich hier an dieser Konservenfabrik machen soll, aber hey, schleichen wir mal weiter. Und ich glaube, hier wäre das Ende unserer schönen, tollen Ich versteck mich Route. Ich höre was. Das finde ich grundsätzlich schon mal schlecht. So, den könnte ich jetzt hinterrücks ermeucheln. Frage ist, will ich das? Habe ich da was von? Okay, ist auch wieder weg. Okay, jetzt sollte auch weit genug weg sein, dass ich. Gegebenenfalls ein paar Momente Ruhe vor dem hab. Ja, toll, da kommt der nächste. Oder wieder der kleine, ist ja egal. Nein, nein, ja. Ach so, geht der zurück. Los, 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 schleich schneller. Denn sonst sind wir so im vollen Licht und volles Licht ist immer ein bisschen blöd. Okay, erstmal hier verstecken. Und abwarten. Dann können wir nach da und dann nach da und dann habe ich keine Ahnung, was uns das bringt. Außer natürlich die Munition da. Hoffen wir, dass der uns nicht sieht. Nein, tut er nicht. Finde ich gut. Hoffen wir, dass der uns jetzt auch nicht hört. Sehr schön. Na, wo hängt's? Ach, an dem Fischernetz bleibst du hängen, du Pfeife. Um Gottes Willen. Ah, hier geht's weiter. Okay. Ist da wer? Nein. Dann können wir auch mal aufhören zu krabbeln. Zweiter Gedankengang, wir klettern, wir krabbeln besser weiter. Obwohl hier oben ist das ungewiss. Ja. Das ist uncool, Leute. Aua! Wo schmeißt's mich raus? Mist. Also gut, ich habe mich entschlossen. Heimlichkeit ist doof. Heimlichkeit ist total doof. Ich renne hier durch und mache alles nieder. Den Anfang habe ich schon mal gemacht. Mal einfach so. Weil mir danach war. Das heißt, hier können wir schon mal rumrennen und hier dürfte uns eigentlich nicht mehr viel passieren. Hallo. Und die habe ich auch ein bisschen verballert. Die kann ich ganz gut gebrauchen gerade. Sehr, sehr schön. So, hier unten kann uns eigentlich. Von hier unten kann uns schon mal nichts mehr nachkommen, so wie das aussieht. Das finde ich sehr, sehr vorteilhaft. Ach da. Hi. Hallo. Ja, wenn du meinst. Finde ich gut. Wenn du meinst, mich verloren zu haben.
Nein, ihr habt mich verloren. Ihr wisst gar nicht, wo ich bin. Ja, das dachte ich mir eigentlich. Ich hatte aber auch vor, da hoch. Naja, egal. Hallo, Munition mitnehmen. Naja gut, ist nur für den Revolver, aber trotzdem. Ja, nein, nur für die Pistole, Entschuldigung. So, damit sollten wir hier fast alles bereinigt haben. Ja. Was uns das Ganze jetzt bringt. Da war ein Speicherpunkt. Aha. Haha. Nein, noch nicht. Den Knastausbruch. So. Ach, ist das schön, wenn man Waffen hat, dann kann man so schöne Brechstangenmethoden anwenden. It's locked. Okay. Also gut. Hier oben gab es also nur den Speicherpunkt. Sehe ich das richtig? Ich denke ja. Sonst wüsste ich nicht, wo ich hier noch lang gehen sollte. Also gut. Wozu bin ich dann hierher? Jetzt mal ernsthaft? Ich meine, ich habe ein paar Leute umgebracht. Ich habe einen Speicherpunkt gefunden. Das ist alles gut und schön und fein und dandy, aber... Da kann ich nicht auch drauf. Kann ich die Tür aufmachen? It won't budge. Nee, offensichtlich ja nicht. Ist hier noch irgendwas drin? Oder noch irgendein Weg oder sonst was? Hier hinten? Unten vielleicht? Nö, hier kann ich gar nicht lang. Auch gut. Okay, falls man da hochkommen soll, weiß ich definitiv nicht wie. Außer vielleicht hier rum. Aha. Aber das war auch eigentlich eher uninteressant. Nein, kann ich auch nichts tun. Doof. Oh ja. Dann müssten wir es doch eigentlich haben. Hier. Oder gibt es hier noch irgendwo irgendwelche Wege, die ich übersehen haben könnte? Was ist das? Nichts. Gut. Hier kann ich auch nicht hoch. Doof. Doof. Alles doof. Der da hinten lang bringt uns ja auch nicht wirklich weiter. Außer, dass hier dunkel ist. Und die spielt schon übernatürlich hell. Nö. Einmal hier rum hat uns auch nichts gebracht. Ha. Canned fish. At least you can't smell them. Okay, meine Munition für den Revolver ist voll. Schön. Oh, für mein MG kann ich nur eine Menge aufnehmen. Sehr schön, aber... wirklich was gebracht hat das alles nichts. Hier gibt es auch keinen weiteren Weg.